Roberta Metsola ist zur neuen EU-Parlamentspräsidentin gewählt worden. In ihrer Antrittsrede kündigte sie an, mehr junge Menschen für die EU gewinnen zu wollen. Die spanische Regierung denkt über einen Wegfall der Corona-Beschränkungen noch in diesem Monat nach. Experten sind skeptisch. Die Spannungen mit Russland haben den Antrittsbesuch von Außenministerin Annalena Baerbock in Moskau überschattet. Große US-Fluggesellschaften rechnen mit Chaos im Flugverkehr beim Start der neuen 5G-Netze Mitte der Woche. Roberta Metsola, 458 Votes. Die maltesische Europaabgeordnete Roberta Metsola ist neue Präsidentin des Europäischen Parlaments. Die 43-Jährige tritt die Nachfolge von David Sassoli an, der in der vergangenen Woche verstorben war. Metsola kündigte in ihrer Rede an, die Europäische Union wieder attraktiver für jüngere Menschen gestalten zu wollen. Freunde, Europäer, das politische Modell, das wir entwickelt haben, hat unseren Kontinent zu Demokratie, Wohlstand und Gleichheit geführt. Doch wenn wir Europa jetzt auf das Niveau heben wollen, das wir der nächsten Generation versprochen haben, müssen wir jetzt etwas noch Stärkeres schaffen. Etwas, das mit der Zeit geht und ein jüngeres, kritischeres Publikum motiviert, an Europa zu glauben. Philipp Lambert von den Grünen sagte, er freue sich, dass wieder eine Frau Präsidentin geworden sei, doch sei er enttäuscht über das Auswahlverfahren. Wir haben wieder eine weibliche EU-Parlamentspräsidentin. In 40 Jahren ist es erst die dritte. Man kann nicht sagen, dass das Geschlechtergleichgewicht gewahrt wurde. Unter diesem Gesichtspunkt ist das positiv. Doch auch hier könnte es bessere Verfahren geben, um einen Präsidenten zu bestimmen. Kritisiert wurde auch Metsolas Ablehnung von Abtreibungen. Sie wissen, dass wir Ihre Haltung zum Thema Abtreibung bedauern. Das ist ein sehr schwieriges Signal für Hunderttausende von Frauen, vor allem in Polen, die für das Recht auf Abtreibung kämpfen. Ich hoffe, dass sie nun in der Lage sein wird, das gesamte Parlament bei diesem Thema zu vertreten. In der Vergangenheit hatte Metsola gegen Resolutionen gestimmt, in denen das EU-Parlament die Mitgliedstaaten zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen aufgefordert hatte. Die 43-Jährige erklärte jedoch, dass sie als Präsidentin hinter der Mehrheitsentscheidung im Parlament stehen wolle. Mit der Wahl Metsolas an die Spitze des EU-Parlaments sichern sich die europäischen Christdemokraten einen weiteren wichtigen Posten neben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem Modell. Spaniens erfolgreiche Impfkampagne lässt die Regierung in Madrid mutiger im Umgang mit der Corona-Pandemie werden. Das Gesundheitsministerium denkt bereits laut über einen Wegfall der Corona-Beschränkungen noch in diesem Monat nach. Covid-19 könnte einen Status wie die Grippe bekommen. Ich glaube nicht, dass ein Ende schon in Sicht ist. Es geht wohl mehr um Politik als um die öffentliche Gesundheit. Nach jeder Welle kommt ein neuer Vorschlag. Erst waren es die Masken, nun der Stopp der Erfassungen und Testungen. Auch die Weltgesundheitsorganisation mahnt zu Vorsicht. Trotz verstärkter Impfkampagne und weltweit 10 Milliarden verabreichter Dosen gäbe es massive Impflücken. Die Regierungen müssen an die nächsten Wahlen, aber auch an die öffentliche Gesundheit denken. Beschränkungen können bei sinkenden Fallzahlen gelockert werden, sie müssen aber auch wieder eingeführt werden können, wenn die Zahl der Fälle und insbesondere der Klinikaufenthalte steigt, wenn es eine neue Variante gibt oder wenn wir feststellen, dass wir eine zusätzliche Auffrischung brauchen. Die Impfstatistiken in Spanien sind beeindruckend. Mehr als 90% der über 11-Jährigen sind vollständig, also doppelt geimpft. 85% der über 60-Jährigen haben bereits eine Boosterdosis erhalten. Die Sterblichkeitsquote sank von 13 auf 1%. In der jüngsten Corona-Welle hat die Zahl der Babys, die schwere Formen von Covid-19 entwickeln, zugenommen. Allein in Frankreich, wo die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 3000 liegt, werden mehr als 70 Säuglinge wegen Covid auf den Intensivstationen behandelt. Auf dieser pädiatrischen Station eines Krankenhauses bei Paris liegen 9 Kinder mit Covid, darunter die erst wenige Wochen alte Riem.
Ich habe mir schon alles vorgestellt. Covid ist für mich gleich schwerer Verlauf, weil sie so klein ist und keine Impfung hat. Nichts. Die meiste Zeit ist es große Müdigkeit, eine Überwärmung des Körpers. Die Babys überhitzen sich schnell. Sie sind sehr müde und essen nichts. Das kleine Mädchen musste einige Tage über eine Magensonde ernährt werden. Inzwischen geht es ihr besser. Glücklicherweise trifft das auf viele der Kinder, die wegen Covid-19 behandelt werden müssen, zu. Der Krankenhausaufenthalt bei den meisten beschränkt sich auf 2 bis 3 Tage. Boris Johnsons ehemaliger Chefberater Dominic Cummings hat den Druck auf den britischen Premierminister im Partygate-Skandal erhöht. Vor Johnsons Teilnahme an einer Gartenparty in Downing Street 10 im Mai vergangenen Jahres habe Cummings ihn aufgeklärt, dass es sich um einen Bruch der Lockdown-Regeln handle. Das würde er auch unter Eid bezeugen. Niemand hat mir gesagt, dass das, was wir tun, gegen die Regeln verstößt, dass die fragliche Veranstaltung etwas ist, dass das, was wir tun werden, kein Arbeitstreffen ist. Cummings warf dem in Erklärungsnot geratenen Premierminister vor, das Parlament belogen zu haben, als er jede Kenntnis von Lockdown-Partys im Regierungssitz abstritt. Eine Reporterin hakte bei Johnson nach, ob sein ehemaliger engster Berater gelogen habe. Ich kann nicht glauben, dass wir eine Veranstaltung durchgeführt hätten, von der die Leute sagten, sie sei gegen die Regeln oder gegen das, was wir von den Leuten verlangten. Und keiner hat mich davor gewarnt. Im Regierungssitz gaben sich an diesem Dienstag Kabinettsmitglieder die Klinke in die Hand. Sollte bewiesen werden, dass Johnson das Parlament absichtlich belogen hat, wäre dies laut Medienberichten das sichere Aus für den Regierungschef. Der Antrittsbesuch der deutschen Außenministerin in Moskau war keine leichte Aufgabe für Annalena Baerbock angesichts der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Aus der komplizierten Lage machte sie auch auf der Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Sergej Lavrov kein Geheimnis. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen. Seit meinem Amtsantritt dreht sich ein Großteil meiner Gespräche deshalb nicht um die Frage, wie wir mit Russland gemeinsam kooperieren können, wie wir die Zusammenarbeit weiter vertiefen können, sondern welche Maßnahmen wir als EU, als G7 und NATO mit Blick auf die russische Situation gemeinsam treffen können, wenn sie ihre Drohung mit Gewalt wahrmachen sollte. Diese Situation haben wir uns als Bundesregierung nicht ausgesucht, aber wir können und werden ihr auch nicht aus dem Weg gehen. Deutschland hat in der EU. Baerbock drängte auf die Wiederaufnahme der Gespräche im internationalen Normandie-Format und bekam eine recht schroffe Absage von Sergej Lavrov. Für uns geht es nicht darum, wann wir uns treffen, sondern wozu, wenn der einzige Zweck des Treffens darin besteht, dass der ukrainische Präsident Zelensky sagen kann, dass wieder einmal auf seine Initiative hin eine Gruppe hochrangiger Politiker zusammengekommen ist und er seine Mission als erfüllt ansieht, dann brauchen wir das nicht. Am Vortag hatte Annalena Baerbock der Ukraine bei ihrem Besuch in Kiew die Unterstützung Deutschlands im Konflikt mit Russland zugesichert. Große US-Fluggesellschaften warnen vor einer drohenden Krise mit katastrophalen Folgen für die Luftfahrt. Mitte der Woche wollen die großen Mobilfunkbetreiber ihre neuen 5G-Netze in Betrieb nehmen. Die US-amerikanische Flugaufsicht FAA warnt, funkempfindliche Flugzeuginstrumente könnten gestört werden. Der 5G-Start könnte einen Teil der Flugzeugflotten unbrauchbar machen und Chaos bei den Airlines verursachen. Ein sofortiges Eingreifen sei erforderlich, so die Airlines, um erhebliche Betriebsunterbrechungen für Fluggäste, Luftfracht, Industrie oder die Lieferung medizinischer Güter zu vermeiden. Werde das 5G-Netz wie geplant in Betrieb gehen, könnten mehr als 1.100 Flüge und 100.000 Passagiere von Annullierungen, Umleitungen oder Verspätungen betroffen sein. Die Mobilfunkbetreiber haben den 5G-Start bereits mehrfach verschoben. Außerdem haben sie Pufferzonen um 50 Flughäfen eingerichtet. Sie argumentieren, 5G sei in etwa 40 anderen Ländern erfolgreich eingeführt worden.
I'm Tom Goodwin, a writer and speaker about technology and the changing world. I'm here to meet pioneers challenging conventions and exploring the boundaries at the edge of art. The finest installation. The edge of design. It affects millions of people's lives. That's really cool. The edge of the world. It's amazing how perfect it looks. You can really hold climate change in your hand. Roberta Metsola, 458 votos. Man spricht von einer neuen Welt. Aber was bedeutet das? I dream of neue Geschichten, neue Perspektiven. People say, oh, you're a pioneer. Die Welt neu betrachten. For me, that's my freedom. Eine neue Welt beginnt mit Verständnis. EU-Parlament in Straßburg wählt Roberta Metsola zur neuen Parlamentspräsidentin. Die Spannungen mit Russland haben den Antrittsbesuch von Außenministerin Annalena Baerbock in Moskau überschattet. Partygate-Affäre in Downing Street 10. Boris Johnson weist Vorwürfe seines früheren Chefberaters Dominic Cummings zurück. Für fast 70 Milliarden Dollar übernimmt Microsoft den Videospieleanbieter Activision Blizzard. Die Malteserin Roberta Metsola ist von den EU-Abgeordneten zur neuen Präsidentin des Europaparlaments gewählt worden. Die Christdemokratin tritt damit die Nachfolge des Italieners David Sassoli an, der in der vergangenen Woche überraschend verstorben war. Das Erste, was ich als Präsidentin des Europaparlamentes tun werde, ist an das Vermächtnis von David Sassoli zu erinnern.
Er war ein Kämpfer. Er kämpfte für Europa, für uns, für dieses Parlament. Er glaubte an die Macht Europas und seine Fähigkeit, einen einzigartigen Weg in dieser Welt zu gehen. Sie fühle sich geehrt von der Verantwortung, die ihr anvertraut werde, so Metsola. Die 43-Jährige setzte sich gegen zwei Mitbewerberinnen von den Grünen und den Linken durch. Die Sozialdemokraten und die Liberalen hatten die Kandidatur der Malteserin unterstützt und auf eigene BewerberInnen verzichtet. Der Antrittsbesuch der deutschen Außenministerin in Moskau war keine leichte Aufgabe für Annalena Baerbock angesichts der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Aus der komplizierten Lage machte sie auch auf der Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Sergej Lavrov kein Geheimnis. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen. Seit meinem Amtsantritt dreht sich ein Großteil meiner Gespräche deshalb nicht um die Frage, wie wir mit Russland gemeinsam kooperieren können, wie wir die Zusammenarbeit weiter vertiefen können, sondern welche Maßnahmen wir als EU, als G7 und NATO mit Blick auf die russische Situation gemeinsam treffen können, wenn sie ihre Drohung mit Gewalt wahrmachen sollte. Diese Situation haben wir uns als Bundesregierung nicht ausgesucht, aber wir können und werden ihr auch nicht aus dem Weg gehen. Deutschland hat in der EU. Baerbock drängte auf die Wiederaufnahme der Gespräche im internationalen Normandie-Format und bekam eine recht schroffe Absage von Sergej Lavrov. In Russland den Konflikt. Für uns geht es nicht darum, wann wir uns treffen, sondern wozu, wenn der einzige Zweck des Treffens darin besteht, dass der ukrainische Präsident Zelensky sagen kann, dass wieder einmal auf seine Initiative hin eine Gruppe hochrangiger Politiker zusammengekommen ist und er seine Mission als erfüllt ansieht, dann brauchen wir das nicht. Am Vortag hatte Annalena Baerbock der Ukraine bei ihrem Besuch in Kiew die Unterstützung Deutschlands im Konflikt mit Russland zugesichert. Pfefferspray und Schlagstockeinsatz in Rostock als Antwort auf Flaschen- und Böllerwürfe. In zahlreichen deutschen Städten haben sich Montagabend erneut Gegnerinnen und Gegner der Corona-Politik zu sogenannten Spaziergängen und anderen Zusammenkünften versammelt. Bundesweit sollen es Schätzungen zufolge insgesamt 70.000 Demonstrierende gewesen sein. In Rostock und Cottbus wurden die Versammlungen von der Polizei aufgelöst. Begründet wurden die Maßnahmen mit fehlenden Versammlungsleitern und der Weigerung, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In Rostock erklärte die Polizei, gewaltbereite Personen hätten sich unter die Teilnehmer gemischt und die direkte Konfrontation mit den rund 1.000 Einsatzkräften gesucht. Es gab mehrere Anzeigen wegen schweren Landfriedensbruchs. 11 Personen wurden festgenommen. 50 Personen seien der gewaltbereiten Rostocker Fußballszene zugeordnet worden. Besondere Sorge bereitet die Sicherstellung einer schussfähigen Waffe sowie Munition. Bei 4 Gegendemonstrationen in Rostock versammelten sich rund 500 Menschen. Zu direkten Konfrontationen beider Gruppen kam es nicht. In ganz Mecklenburg-Vorpommern versammelten sich Polizeiangaben zufolge in 25 Städten 11.000 Menschen. 3.000 waren es allein in Rostock. Boris Johnsons ehemaliger Chefberater Dominic Cummings hat den Druck auf den britischen Premierminister im Partygate-Skandal erhöht. Vor Johnsons Teilnahme an einer Gartenparty in Downing Street 10 im Mai vergangenen Jahres habe Cummings ihn aufgeklärt, dass es sich um einen Bruch der Lockdown-Regeln handle. Das würde er auch unter Eid bezeugen. Niemand hat mir gesagt, dass das, was wir tun, gegen die Regeln verstößt, dass die fragliche Veranstaltung etwas ist, dass das, was wir tun werden, kein Arbeitstreffen ist. Cummings warf dem in Erklärungsnot geratenen Premierminister vor, das Parlament belogen zu haben, als er jede Kenntnis von Lockdown-Partys im Regierungssitz abstritt. Eine Reporterin hakte bei Johnson nach, ob sein ehemaliger engster Berater gelogen habe. Ich kann nicht glauben, dass wir eine Veranstaltung durchgeführt hätten, von der die Leute sagten, sie sei gegen die Regeln oder gegen das, was wir von den Leuten verlangten.
Und keiner hat mich davor gewarnt. Im Regierungssitz gaben sich an diesem Dienstag Kabinettsmitglieder die Klinke in die Hand. Sollte bewiesen werden, dass Johnson das Parlament absichtlich belogen hat, wäre dies laut Medienberichten das sichere Aus für den Regierungschef. Microsoft übernimmt in einem fast 70 Milliarden Dollar schweren Deal den großen Videospieleanbieter Activision Blizzard. Der Software-Riese, der hinter der Xbox-Spielekonsole steht, sichert sich damit populäre Spiele wie Call of Duty, Overwatch und Candy Crush. Der Vorstandsvorsitzende von Microsoft begründet die Investition damit, dass Spiele die dynamischste und aufregendste Kategorie im Unterhaltungsbereich über alle Plattformen hinweg seien. Sie würden eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von zukünftigen Plattformen spielen, deshalb investiere man in erstklassige Inhalte. Microsoft bietet $95 je Aktie von Activision Blizzard, ein kräftiger Aufschlag auf den Schlusskurs von $65,39 am letzten Handelstag an den US-Börsen. Der bisherige Activision Blizzard-Chef soll weiter an der Spitze der Spielefirma bleiben, obwohl er in den vergangenen Monaten nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung von Mitarbeitern in die Kritik geraten war. Ein Ölteppich spült an die Küste vor Perus Hauptstadt Lima und bedroht die Tier- und Pflanzenwelt. Offenbar ist ein Leck an einem Schiff schuld. Die Umweltbehörden arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden durch das ausgelaufene Öl in Grenzen zu halten. Nach Angaben der Nationalen Notfallstelle ist der Ölteppich unter Kontrolle. An diesem Strand ist der Schaden sehr groß. Jetzt müssen wir das Ausmaß des Lecks feststellen und auch mit der Ölgesellschaft Pampilla sprechen. Nach Angaben der Raffinerie kam es zu dem Vorfall, weil das Schiff, das gerade beim Entladen war, von einer durch den Vulkanausbruch auf Tonga ausgelösten Flutwelle überrascht wurde. Die Anlage, die zum spanischen Unternehmen Repsol gehört, ist die wichtigste Ölverarbeitungsanlage des Landes. Man hoffe, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, bestätigt diese Einwohnerin der Region. Das Unglück betreffe die Fischer und Menschen, die von der Fischerei lebten, direkt. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen die Raffinerie und überprüft ihre Sicherheitsprotokolle. Ungereimtheiten gab es bezüglich der Menge des ausgelaufenen Öls. La Pampilla gab an, dass 7 Gallonen ins Meer geflossen seien. Allerdings lässt die Ölmenge im Wasser auf eine größere Menge schließen, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Der spanische Fußball trauert um Francisco Paco Gento. Der ehemalige Profi von Real Madrid verstarb im Alter von 88 Jahren. Gento stieß 1953 zu den Königlichen und prägte gemeinsam mit Ausnahmefußballern wie Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas und Raymond Kopa eine legendäre Sturmformation. Als bislang einziger Spieler feierte Gento 6 Europapokaltriumphe. Real Madrids Präsident Florentino Pérez schrieb, Gento verkörpere wahrhaftig alle Werte von Real Madrid und sei und bleibe eine Referenz für die Madridistas und die Sportwelt. Alle Fußballfans würden ihn immer als einen der größten in Erinnerung behalten. Im Trainingszentrum von Real legten die Mannschaft und Trainer Carlo Ancelotti eine Schweigeminute ein. There's an opportunity for me to make an impact. சூப்பர் புடிச்சுக்கோ சூப்பர் புடியா 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 ஒரு ஆள் புடியா ஒரு ஆள் புடியா ஒரு ஆள் புடியா
ஒரு ஆள் புரிய இல்லைன்னா